High Five, Low Five von der Motor. Immer noch auf dem Tisch steht, dann herzlich willkommen zu einer neuen Runde War Thunder Tanks bzw. Ground Forces, jedem wie es gefällt. So könnt ihr es auch nennen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, nachdem die letzte Runde ja schon relativ gut ankam, mache ich mal eine zweite. Ein bisschen Abwechslung muss ja auch mal sein. Abgesehen davon habe ich gerade das Problem Company of Heroes, dass mir das Spiel, nachdem die Briten reingekommen sind, etwas auf den Sack geht. Aber, naja. Dazu gibt es bestimmt später noch ein anderes Video. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was wir so reißen können hier. Ich habe eine Weile kein War Thunder mehr gespielt. Heute will ich euch einfach mal Fahrzeuge mit einem Battle Rating von maximal 5,0 zeigen. Also die ganzen deutschen Fahrzeuge da unten, die ihr seht. Also sei es der Panzer 4G oder halt die drei hier. Das sind alles Fahrzeuge mit einem Battle Rating von 4,7 und die unterscheiden sich im Grunde genommen von den Vorgängern derselben Baureihe, also zum Beispiel der Panzer 4 oder der Stuck 3, die unterscheiden sich eigentlich im Grunde genommen nur durch die Panzerung. Der Rest ist eigentlich im Grunde genommen komplett gleich, also die Durchschlagsleistung ist gleich, nur die Frontpanzerung ist etwas robuster. Bei den Gegnern bzw. bei den anderen Fraktionen sieht es da schon etwas anders aus, da gibt es deutliche Verbesserungen. Aber dennoch finde ich das eigentlich eine ganz gute Challenge, sich auch mal die Fahrzeuge anzutun. So. Deswegen werden wir uns einfach mal so ein bisschen hier umsehen. Ich gehe einfach rein mit dem KV-1B, das ist ein Premium-Fahrzeug, das habe ich mir mal gekauft, aber ich habe die Golden Eagles dafür nicht selbst bezahlt, sondern es war mehr oder weniger harte Arbeit. Es gab nämlich so eine App, also die gibt es immer noch, die kann ich euch auch, wenn ihr wollt, in die Beschreibung packen. Diese App könnt ihr kostenlose Golden Eagles für War Thunder verdienen, indem ihr halt irgendwelche Videos anklickt, irgendwelche Apps runterladet und so weiter und so fort. Also klar, da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber ich habe natürlich schon auch drauf geachtet, was ich da runterlade und nicht jeden Scheiß gemacht, der da angeboten wird, denn es gibt alles Mögliche. Man kann sich irgendwelche T-Shirts im Internet bestellen für 10 Euro, da kriegt man irgendwie, was weiß ich, 5000 Golden Eagles und so weiter und so fort. So. Der hat jetzt einen Scheinwerfer weniger. So, und jetzt hat er eine Crew weniger. Das kommt davon, wenn man auf mich ballert. Der KV-1B ist im Grunde genommen ein, also von den Werten her, ein verbesserter und stark verlangsamter Panzer 4. Also die Durchschlagsleistung sind irgendwie 2 Punkte höher und die Panzerung ist halt alles in allem ziemlich gut, also besser als beim Panzer 4 auf jeden Fall. Und ja, aber er ist halt mega langsam. Okay, das war ein Panzer 3. So viel Lärm nur wegen einem Panzer 3. Aber es ist ganz gut, dass wir hier unten sind. Vielleicht können wir die Gegner flankieren. So, ja, wie ihr seht, der Panzer ist wirklich nicht besonders schnell. Das heißt, man muss sich reichlich in Geduld üben, wenn man ihn spielt. Das war bei mir anfangs nicht ganz so einfach. Und ja, bis wir da oben ankommen, ist wahrscheinlich die halbe Runde vorbei. Aber wir können uns ja dennoch hier so ein bisschen umsehen. Also ich frage, warum das Spiel mir so unglaublich scheiße aussieht. Ich habe nämlich die Grafik wieder etwas runtergestellt, weil irgendwie seit dem letzten Patch ruckelt es bei mir wie Sau. Die haben Schaden genommen durch die Explosion. Oh. Was ist das denn? Was willst du denn hier? Ist ja witzig. Und tschüss. Da hat er sich festgefahren. Ich habe mich nur gerade gewundert. Hä, was soll denn das? Ich war irritiert. Ich muss mich auf jeden Fall noch an die schlechte Grafik gewöhnen. Naja. Fliege kriege ich auf jeden Fall nicht down mit diesem MG. Aber eine Abschlusshilfe können wir dennoch kassieren.
So. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Und begeben uns mal hier entlang. So. Treffer. Jetzt wundert er sich, hä? Wo kommt das her? Kritischer Treffer. Na komm, dich kriegen wir, mein Freund. Na, das war jetzt doof. Wir müssen in den Turm schießen. Er brennt schon. Jetzt haben wir ihn. Da haben wir uns wohl unseren Daddy vorgenommen. Weil der Premium-Panzer von den Deutschen, der KV-1, ist im Grunde genommen ein umgebauter KV-1. Der hat von den Deutschen mit einer... Oh, ein Panther A. Ah. Dies ist... Oh, 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 oh. Das ist auch nicht schön. Das ist auch nicht schön. Aber er hat uns immerhin nicht getroffen. Das ist auf jeden Fall nicht die beste. Oh, toll. Wo ging denn das hin? Da ist noch ein Panzer 4. Aber unsere Gun Depression macht uns hier gerade schwer zu schaffen, deswegen ziehe ich mich mal ein bisschen zurück. Mal gucken, was hinter uns ist. So. Müssen die da oben wegschießen, sonst können wir den Punkt nicht einnehmen. Weil die haben sich ja auch alle versammelt da oben wie die Geier. Und die schießen auf uns. Aber unser Panzer, der hält sowas aus. Zumindest sollte man es damit nicht übertreiben, aber er ist theoretisch in der Lage, doch einiges wegzustecken. Da ist unser Namensvetter da unten. Ein Sturmgeschütz G, das wir nicht sehen. So, da ist wieder unser großer Bruder. Na, wirklich effektiv war das jetzt nicht. Hat sich verzogen. Da ist ein nerviges Jagdflugzeug, was denkt, dass es uns kaputt machen kann. Aber so im Großen und Ganzen. Oh, 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 oh. Tschüss, Hetzer. Oh Gott, da ist ein Panzer 4, aber den können wir nicht sehen. Ja, ich weiß nicht, ich habe den Hetzer ja mittlerweile auch und ich habe den auch in diesem Set drin, aber mit dem habe ich auch noch nie wirklich was gerissen. Ich glaube, ja, mit dem nur ein, zwei Mal überhaupt einen Kill gerissen. Weil das Ding geht auch so schnell down. Ja. Ein Sherman. Und ein KV-1. Das ist nicht schön. Den KV-1, den nehmen wir uns gleich vor. Wir können es aber nicht mehr bewegen. So. Das ist nicht gut. Aber wir haben sie beide ausgenommen. Bam. Oh nein. Ein Jumbo. Haben wir auf jeden Fall auch getroffen. Kritisch. So, auf die Kanone schieße ich auch mal. Oh, diese Dinge, die halten viel zu viel aus. Aber vielleicht können wir uns ja... Nein. Da war der KV-2. Unser großer Bruder hat uns ausgenockt. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich war viel zu sehr auf den Schirm fixiert, weil... Ja, vielleicht hätten wir doch auf den KV-1, auf den KV-2 gehen müssen. Weil, nun ja, den hätten wir eventuell, wenn wir zuerst geschossen hätten, gekriegt. Aber wir haben ihn halt gar nicht gesehen. Ich gehe jetzt einfach Banzai-mäßig vor. Und verziehe mich gleich wieder. Weil der Tiger, der ist halt
Ich muss weg. Bevor der auf uns schießt. Wenn der einmal auf uns schießt, sind wir eigentlich sofort weg. Aber wir haben ihn immerhin kritisch geschossen. Aber der hat gerade, glaube ich, ganz andere Probleme. So, Tiger zerstört. Natürlich ging das ohne fremde Hilfe nicht, weil sobald er einmal auf uns geschossen hätte, wären wir, wie gesagt, mausetot. Panzer 4 ist mausetot. Der KV-1 wird es gleich sein. So. Na toll. Ja, das war nicht gut, auf dieselbe Stelle schießen, bringt nie was. Na, toll. Wie kriege ich den jetzt down? So nicht. Na egal. Er ist tot, wir haben das Gebiet wieder. Da hinten ist noch ein Panzer. Oh Gott. Hoffentlich erwischen uns die Arti nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall verkrümeln. Es steht, wir haben hier sehr ambitionierte Pläne mit unserem Panzer 4. So, da haben wir wohl das Ding wieder eingenommen. Das ist gut. Ich spotte mal, ob da irgendwas kommt. Was macht der Panther? Ah, da ist er ja. Wir können ihn nicht sehen. Ah doch, klar können wir ihn sehen. Ja, egal. Der ist Geschichte. Da waren wir noch am rumwackeln. Aber theoretisch hätten wir den auch holen können. Ich bezweifle, dass hier jetzt noch jemand kommt, weil unsere Panzer vorgefahren sind. Deswegen steige ich jetzt einfach wieder in den Flieger und versuche wieder mein Glück. Vielleicht kriege ich ja diesmal Bomben. Ja, ich habe Bomben. Sehr schön. Aber wo ist unser Gegnerteam? So. Sind die alle nicht gespottet oder was? Oder sind die alle schon tot? Hä? Wo sind die denn alle? Wollt ihr mich verarschen? Toll, jetzt haben wir das Flugzeug geholt, aber... Jetzt haben wir gewonnen, die waren alle tot. Naja, egal. Bumm. Noch kurz den Berg geküsst. Ja, das war eine Runde War Thunder. Ziemlich turbulent. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal gucken, was die Werte so sagen. 7 Kills. Das ist jetzt nicht das Beste der Welt, aber jetzt auch nicht das Braune vom Arsch. Wir haben ein neues Abzeichen gekriegt. Wir haben... irgendwas hier gemacht. KI-Ziele haben wir kaputt gemacht. Ja, so im Großen und Ganzen waren wir es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich meine, da können wir nichts für. 5 kritische Treffer, 1 tot. Wir waren eigentlich der Zweitbeste, was die Kills angeht. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Kritsoldat.